und schön, dass ihr am Start seid aus Hannover. Wir werden aber nicht lange hier bleiben, denn wir fahren nach Dortmund und werden endlich Haus des Döners testen. Ist inzwischen wirklich eine Kette. 21 Filialen haben die, glaube ich, Ahmed, ne? Also ich würde beinahe behaupten, das ist die größte Kette in Deutschland. Man hört wirklich viel Gutes davon. Ich werde euch heute mein professionelles Urteil geben, ob das wirklich was taugt. Wir sehen uns gleich in Dortmund wieder. Wir sind angekommen in Dortmund. Das erste, was auffällt, die Ampeln sind auf Hartz IV angelehnt. Die haben nur so eine dünne Scheibe da. Also ich wage es jetzt keine Prognose abzugeben, aber die kommen mir echt spanisch vor, wie so ein Spielzeug. Guck mal. Na, Ahmed, irgendwie kommt mir das spanisch vor. Wir sind am Start in Dortmund. Und wirklich, also Haus des Geldes ist ja in aller Munde. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht getestet habe. Aber es ist mir ein Bedürfnis, da jetzt wirklich mal abzuchecken, ob der ein bisschen raussticht. Irgendwas Geiles, geiles Brot, geile Soßen, geiles Fleisch, ne, Ahmed? Ja! Habe ich ihm gesagt, wir sind bei Haus des Geldes? Haus des Geldes ist ja in aller Munde. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht getestet habe. Ich glaube, ich habe gesagt, wir sind bei Haus des Geldes. Habe ich echt gesagt. Also eine Sache, die wir als erstes feststellen müssen, Sherlock Ahmed hat das direkt hier erspäht. Es ist ein Drehspieß. Also es ist wirklich ein geringer Fleischanteil am Start. Ich vergesse es immer wieder, schreibt es gerne rein in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie viel das ist. Aber es ist ein Drehspieß. 6,50 kostet das Ganze. Kebab mit Kombikäse gibt es auch. Also es sind schon interessante Sachen. Ich guck mal, nehme ich vielleicht sogar zwei, drei Sachen. Wir nehmen erstmal einen ganz normalen Döner, Leute. Ganz normalen Döner. Für 6,50. Und denkt dran, Leute, wenn ihr mir einen riesen Gefallen tun möchtet, einfach einen Daumen oben reinknallen da unten für den Support. Und dann soll diese Mission auf ewig weitergehen. Ich habe gerade schon gesehen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es so ungewöhnlich ist, es mir nicht aufgefallen ist, ne? Aber auf dem Drehspieß drauf ist oben auch eine Fettschicht. Was normalerweise natürlich auch den Effekt haben soll, Fett zieht rein, gibt natürlich Geschmack. Aber auf dem Drehspieß und sogar auf dem Hähnchenspieß oben Paprika noch drauf, sieht schon mal ein bisschen anders aus. Einen schönen Hut aus Fett aufgesetzt. Also ich habe auch gehört, ne, ich weiß nicht, ob das stimmt, Leute. Die sollen wohl auch ein Problem gekriegt haben mit Netflix. Könnten Fake News sein. Vielleicht habt ihr da genau Infos und müssen das Design noch ändern. Weil die haben ja wirklich diese, heißt das Corporate Identity? Oder so ähnlich, ich schwör's, ihr wisst ja, ich kann kein Englisch. Aber das ist ja alles richtig auf dieses Haus des Geldes gemacht. Also guckt euch den Laden an, dann wisst ihr, was ich meine. Mal hier rein. Guck mal, hat der Kollege gerade gezaubert. Der ist schon mit Leidenschaft gemacht, ne? Boah, sieht gut aus. Machst du mir auch gleich so ein? Ja. Hähnchen und Kalb. Hähnchen sieht schmackhaft aus, nämlich. Ich bin sogar geneigt. Erstmal Hähnchen. Kalb ist das wichtigere Ergebnis. Kalb ist wesentlich wichtiger. Boah, ich weiß es nicht gerade. Ich nehme erst Hähnchen. Ja, erst Hähnchen. Wir haben ja eine Mission, Leute. Es ist ja wichtig. Wir müssen es hier alles analysieren. Und wir haben, wenn ich mir den Salat angucke, direkt den Rotkohl. Der ist schön angemacht. Das ist kein normaler Rotkohl, einfach kleingeschnitten, runtergeschnitten rein. Sondern der ist ein bisschen angemacht. Der strahlt richtig. Berliner Soße ist auch wichtig zu erwähnen. Die haben Berliner Soße. Wärmen sie auch mit. Ist ja extra auf einer Tafel nochmal aufgeführt. Ja, kann was werden. Wenn ihr das eben gesehen habt, optisch war der Döner schon sehr geil, den er mir eben gezeigt hat. Geil, den nehme ich direkt so mit, dann nehme ich gleich nächste Runde, ja? Kannst du mir auf die Hand eigentlich geben, so. Der sieht prächtig aus. Oh, geil. Guck dir den mal an hier. Sieht gut aus, ne? Oh, guckt euch den mal an, also optisch eine Wucht. Ne, Achim? Ja, ist wirklich geil, Mann. Wir gehen in die erste Runde. Und was ich geil fand, du kannst halt Sumak frei wählen noch drauf zu nehmen und halt auch Zitrone. Und gerade auch Sumak mag ich sehr gerne auf dem Döner. Also das muss stimmen, es muss geil sein, das Gesamtergebnis muss passen, auf jedem kannst du das nicht draufknallen. Aber
Ja, lass uns mal erstmal schmecken. Schön dünnes Brot, ganz intensiv gewürztes Fleisch. Also hier kommt erstmal richtig hart, kommt eine Gewürznote entgegen. Kann ich jetzt noch nicht deuten, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Durch das Sumak natürlich eine gewisse Säure auch, was ich geil finde. Ich mache das richtig gerne. Was auch Säure gibt, ist natürlich dieser Rotkohl. Ich vermute, dass da ein Essig eingelegt ist. Was sagst du, Ahmed? Ich denke auch. Wahrscheinlich schon, ne? Noch nicht probiert, aber es geht stark voraus. Mhm. Der ist auch noch recht bissfest. Richtig bissfest. Diese Stifte sind etwas dicker geschnitten, dass du den richtig merkst beim Beißen. Gefällt mir aber. Bei der Menge an Dönern und was man immer gegessen hat, bin ich so dankbar dafür, wenn man was Neues, Innovatives irgendwie hat, was raussticht. Und dieser Döner ist gleich erstmal irgendwas anderes. Das finde ich geil. Der erste Biss flasht dir auch gleich. Du kriegst gleich diese Gewürzexplosion in die Fresse. Wir befinden uns natürlich im Nicht-Self-Made-Ranking hier. Ne? In diesem Bereich, wenn ich mit diesen Gedanken an diesen Döner rangehe, der überzeugt gerade schon. Brot könnte man, denke ich, noch upgraden. Ist vernünftig, aber das gewisse Etwas. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sesam, ein bisschen mehr geröstet, irgendwas. Das zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, Sadi in Berlin mit seinem Brot deutlich stärker. Meine Vermutung so, da wird deutlich stärker performen als der Drehspieß, vermute ich. Ich hätte auch gedacht, dass sie noch mehr auf Soßen fixiert sind. Die Soßen mehr in den Vordergrund drücken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Du hast viel Fleisch, du hast viel Salat, Soßen eher dezent. Also absolute Empfehlung von mir mit diesem Rotkohl. Der ist schon... So eine Kleinigkeit, einfach mal eine kleine Veränderung im Döner, mal was anderes, was für mich so einen Unterschied macht, wo ich jetzt einfach esse und denke, geil, Mann. Hab ihr gut gemacht. Jetzt kommen unten die Soßen, sehr schön. Klingt für mich wie jeder Biss ein neues Erlebnis. Doch, also du kämpfst dich da schon durch, durch ein kleines Döner-Liebhaber-Paradies, wo du immer auf Kleinigkeiten wieder stößt, die du neu entdeckst. Ich schnell kurz auf und dann gehen wir in die Kalbsdöner-Runde. Dann natürlich von mir die Bewertung. Und denk dran, an die vielen, vielen Leute, die diese Videos gucken, aber nicht abonniert haben. Das sind nämlich tatsächlich die allermeisten. Gerne einfach mal ein Abo reindrücken für den Support, für die Liebe, die ich in die Videos reingebe. Und natürlich gerne auch einen Daumen oben. Der war gut, mein Lieber. Also ich sag dir ehrlich, auch der Rotkohl, der hat mich auch besonders nochmal geflasht. Der war richtig gut. Der ist mal anders als woanders, weißt du? Ja. Aha. Der Rotkohl, das war was anderes. Mit einem Sumak noch oben drauf. Also mit Hand. Mit Hand, ne? Und dann legt ihr den Essig ein oder wie macht ihr den? Essigöl drin, ne? Zitrone drin. Zitrone auch noch drin, ja? Boah, das war wirklich gut. Hast du mich geflasht. Wenn jetzt auch noch der Drehspieß so überzeugt, dann kriegst du Zungenkuss von mir. Ja. Macht euch gefasst auf Runde 2. Das ist jetzt das entscheidende Game, Leute. Das ist das, weshalb ihr mich eigentlich hierher geholt habt. Wegen dem Kalbspieß natürlich. Das andere war jetzt ein bisschen Lust an der Sache. Jetzt geht's an das Ernste. Jetzt geht's an die Buletten. Guck mal, die schneiden mit der Schere noch. Das erinnert mich an einen Kollegen von mir. Der hatte hier Einfluss ausgeübt. Kurz beschnitten das Fleisch, ne? Ja. Dann hast du dich diese langen Dinger. Ja, wir können keine langen Dinger leiden, Ahmed, ne? Ganz am Schluss, da übt noch mal richtig Druck auf das Brot. Das scheint taktisch wichtig zu sein. Öffnet das Brot, es dampft. Der Dampf steigt in die Luft. Er greift mit der rechten Hand zum Fleisch und befüllt die Dönertasche. Zuerst mit Liebe, ne? Ja. Komm gleich wieder, ne? Ja, okay. Bis gleich. Jetzt aber rutzifutz. Mal schnell jetzt wirklich den Döner testen hier. Ran an die Buletten! Ran an die Buletten. Danach Runde Spilo Ahmed, oder was? Die Stunde der Wahrheit. Haus des Geldes, Mann, von dem man so viel hört. Habe ich ihm gesagt, wir sind bei Haus des Geldes? Von dem man so viel sagt, von dem man so viel hört, von dem so viel gesprochen wird von diesem Döner, Mann. Rein damit. Oben darf man sich nicht täuschen lassen. Man hat natürlich das Sumak. Sumak heißt das, ne? Mit K am Ende für dich. Sumak, das ist Sumak oben, die Zitrone oben. Du hast die gewisse Säure, die ist erstmal sehr präsent. Da kannst du eigentlich so gesehen zum Döner noch nicht so viel sagen. Natürlich zum ersten Eindruck und der ist wieder geil. Was das Sumak ist? Essigbaumgewürz, ne? Ach, man stellt mir immer Fragen, bisher konnte ich jede beantworten. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, was sich immer ein bisschen also wie eine Floskel anhört. Es ist beim einen Döner mehr, beim anderen weniger, die Frische. Du merkst hier das knackige, frische Gemüse, die Gurke, wo du drauf beißt, was kein Gummi ist, was ich sehr begrüße jetzt.
Ich bin gerade sehr genau, Leute, und beobachte sehr genau, was passiert bei mir im Gaumen. Bei vielen Billigspießen, auch den Jabrak-Spießen, wo da am Ende des Tages auch viel Scheiße drin ist, wenn das aus der Industrie kommt, oder auch Drehspieß, ist oft der Fall, wenn du ganz genau darauf achtest, diese Geschmäcker begleitest, was sich entfaltet bei dir im Mund. Das ist beim Fleisch ein schmaler Grat, oft wo es geil schmeckt, dann aber so ein komischer Geschmack manchmal rüberkommt. Habt ihr eben ganz genau beobachtet, der Geschmack trägt sich gut und konstant durch den Döner. Der gute Geschmack. Immer weiter die schöne Frische, immer wieder die Gurken, der Rotkohl wird draufbeißen. In einem Nicht-Selfmade-Ranking, ich muss immer wieder sagen, ist das Ding wirklich nicht verkehrt. Und das werde ich auch noch mal anhand einer Bewertung messbar machen. Das ist ein durchdachtes Ding. Und interessant, wie der performt, eben nicht zu fleischlastig, nicht zu überladen mit Fleisch zum Beispiel, sondern einfach stimmig und punkten durch die Frische und dieses Knackerlebnis, dieses Wuchtige durch den Salat. Das ist gut. Das ist so geil, Mann. Für mich liegt der Hähnchenspieß bei 8,7 Punkten. Den fand ich wirklich sehr stark. Der hat sehr gut performt, sehr lecker. Der Drehspieß für mich auch sehr stark. Kriegt von mir 8,5 Punkte. Wirklich fair, wenn ich den Rest meines Rankings betrachte. Wirklich vernünftige Döner. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem glühenden Daumen oben wissen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.